Was wir versuchen in Wien an der TU, ist eine neue Form von Lernen und Lehren zu finden oder neue Formen von Lernen und Lehren zu finden, die die Tatsache, dass wir alle mit Technologien vollgestopft sind. Das beginnt beim Aufstehen in der Früh, der Wecker funktioniert nicht mehr, wenn der Strom ausfällt, und endet beim Schlafengehen, wo wir schnell nochmal Mail checken müssen, damit wir auch nicht irgendetwas Wichtiges ausgelassen haben. Unsere Studierenden sind da ein Teil davon, das Bild ist jetzt schon ein paar Jahre alt. Das ist ein Bild, wie unser Audi Max vor 2-3 Jahren noch ausgeschaut hat, wo Studierende also heute im ersten Semester ganz selbstverständlich mit ihren Technologien dorthin kommen, in der Hoffnung, dass sie diese Technologien im Rahmen der Vorlesungen, die sie jetzt hören werden, mit der Lehrveranstaltungen, die sie machen, produktiv verwenden können. Wir wissen, dass das sehr viel schwieriger ist, als man sich das vorstellt, wenn man am ersten Tag an der Uni sitzt. Das Mitschreiben einer Mathematikveranstaltung auf einem Computer ist zum Beispiel so gut wie unmöglich. Das ist der eine Aspekt. Ich habe es also geschafft, meine Forschungsinteressen und meine Lehrtätigkeit unter einen Hut zu bringen. Und diese Suche nach neuen Lehr- und Lernformen ist mein seit 12, 13 Jahren mein vorwiegendes Forschungsvorhaben, gleichzeitig mit auch der Erfüllung meiner Lehrpflichten. Und vor 2-3 Jahren, um den Kontext noch ein bisschen zu erklären, haben wir uns überlegt, dass wir vielleicht auch angesichts vieler Probleme, die die Informatik in der Gesellschaft auf einmal zu erzeugen scheint, wenn ich es einmal so sage, dass wir vielleicht eine neue Art von Computer-Einführung, diese Introduction to Computer Science, die gerade erwähnt wurde, machen müssen, um ein bisschen den Horizont zu erweitern, um darüber hinaus zu schauen, dass es nicht nur darum geht, wie können wir denn alles mit Computern machen und wie machen die Computer das denn, sondern den größeren Blick auf die Sache zu bekommen, wie schaut denn eine Gesellschaft aus, wo alle Technologien mit sich herumtragen und welche Formen von zum Beispiel Verantwortung haben wir denn in der Informatik. Das Konzept hieß am Anfang Human Computer Thinking und hat sehr stark aufgebaut auf diesen First Five Computer Science Principle Pilots, die in den USA an verschiedenen Universitäten gemacht wurden. Man hat dort Ähnliches festgestellt. Man hat festgestellt, eine komplett neue Gruppe von Studierenden drängt auf einmal in Informatik. Und das sind nicht mehr die Nerds von vor 15 Jahren, die quasi mit 3 Jahren schon ihren ersten Computer hatten, sondern das sind Menschen aus von allen Bildungshintergründen und mit allen möglichen Interessen. Wie können wir die denn tatsächlich in die Informatik bringen und wie können wir sie dort halten? Und unser Ansatz dazu hieß dann im Endeffekt, und so heißt die Lehrveranstaltung jetzt auch, Denkweisen der Informatik. Und die Denkweisen der Informatik beschäftigen uns seit 3 Jahren. Und weil wir aus allem, was wir lernen, auch ein Forschungsprojekt machen, haben wir inzwischen auch schon darüber publiziert. Und ich glaube, dass wir hier etwas ganz Neues gemacht haben. Ich werde nicht lange über die Denkweisen reden, aber es ist gut, wenn Sie die Inhalte ein bisschen kennen, damit Sie verstehen, wie das, was wir in der Lehre machen, Sinn hat und warum einige der Notwendigkeiten entstehen, die wir dort haben. Wir haben für diesen Artikel, den Sie gerade noch gesehen haben, haben wir ein ungefähr 3-minütiges Video gemacht, das das Konzept der Lehrveranstaltung erklärt, das ich Ihnen jetzt einfach auch zeigen werde. Thank you.
Dankeschön. No further comment needed. Vielleicht nur, weil Sie auch dieselben Fotos heraus wie im Video gesehen haben. Wir haben nicht so wahnsinnig viele Fotos von unseren Studierenden. Das sind Architekturstudierende, das Foto haben wir genommen, weil es so schön ist. Aber die Diversität der Studierenden schaut dort ganz anders aus. Leider ist es bei uns viel, noch immer viel stärker männlich als hier. Wir haben uns ein paar Ziele gesetzt in dieser Lehrveranstaltung. Nicht jetzt inhaltlich, die inhaltlichen Ziele haben Sie gesehen, sondern in der Art und Weise, wie wir lehren und lernen und wie das Lernen der Studierenden passieren kann. Da ist jetzt eine Folie zu viel. Die Probleme, die die Studierenden haben, beginnen ja im ersten Semester nicht nur damit, dass sie voller Tatendrang auf die Universität kommen, sondern auch, dass sie einen Übergang zu managen haben. Dieser Übergang, der also nicht nur der von der Schule zur Universität ist, sondern eben auch einer aus einem Kontext, der im Wesentlichen so ausschaut, zu einem Kontext, der im Wesentlichen so ausschaut. Dazu gehört auch, dass Situationen, die zum Beispiel so ausschauen, dann plötzlich meistens so ausschauen. Zumindest bei uns, wenn wir von an die 1000 erstsemestrigen Studierenden reden. Das hat Vorteile. Zum Beispiel wird aus dieser Situation ganz schnell diese Situation. Und das ist auch etwas, was viele Studierende als einen wesentlichen Vorteil dieses komplett offenen und anonymen Modells der Universität sehen. Aber wenn sie sich dann zum ersten Mal in einem Hörsaal so ganz allein sitzend erleben, dann merken sie, dass das eine Geschichte ist, die auch Schwachstellen und Rückseiten hat. Also, die Ziele, die wir uns gesetzt haben, sind im Wesentlichen welche, die weg von der Schule und hin zum universitären oder zum Erwachsenenlernen führen sollen. Ja, wir wollen die Eigenverantwortung fördern. Schulisches Lernen passiert sehr oft in einem Kontext, wo man gesagt bekommt, was denn zu lernen ist. Die Prüfung hält sich dann sehr stark an Bewertungskriterien, die von vornherein festgelegt sind und das erlebt man als unfair, wenn es gebrochen wird. Und hier geht es darum zu sagen, ihr seid an der Universität und ihr seid deswegen hier, weil ihr was lernen wollt, nicht weil ihr für die Matura was lernen müsst. Darum nehmt die Verantwortung in die Hand und macht das. Wir wollen Partizipation ermöglichen und ich glaube, das ist etwas, über das ich noch ausführlich sprechen werde, wie wir das machen, weil wir diesen frontalen Charakter des Lernens brechen wollen. Wir wollen, dass die Leute miteinander und mit uns lernen. Wir lernen auch immer eine Menge, wie Sie am Schluss des Vortrags sehen werden. Und wir wollen, dass sich Communities bilden können. Das ist wahrscheinlich einer der schwersten Punkte. Und wenn wir jetzt die Denkweisen der Informatik hernehmen und Sie erinnern sich ein bisschen an die Inhalte und ich habe das ganz oben hingeschrieben, weil ich als erstes darauf eingehe, dann werden Sie merken, dass das schwer prüfbare Inhalte sind. Wie prüft man denn kritisches Denken? Wie prüft man denn Responsible Thinking, wie prüft man denn Design Thinking, schon das ist schwierig. Ja. Die Rahmenbedingungen sind bei uns ungefähr so, wir haben in dieser Lehrveranstaltung ungefähr 20 Vorlesungstermine, wir haben in etwa 850 Anmeldungen und stellen pro Jahr ungefähr 800 Zeugnisse aus. Diese 50 Zeugnisse, die hier nicht ausgestellt werden, kommen im Wesentlichen davon, dass Studierende sich anmelden, aber gar nicht mitmachen. Die Note ergibt sich aus Mitarbeit und Übungen und ich werde es noch genauer erklären. Wir machen keine Tests und keine Prüfung, weil, wie gesagt, wir halten diese Inhalte zumindest teilweise für sehr schwer prüfbar und ich halte ganz prinzipiell auch die Prüfung für etwas, was das Lernen eigentlich kaputt macht. Wenn es eine Prüfung gibt, dann lerne ich nicht, weil es mich interessiert oder weil es vielleicht notwendig ist, dass ich es lerne, sondern weil ich es für die Prüfung lernen muss. Und die Struktur dessen, wie ich lerne, wird dementsprechend, was ich glaube, dass die Prüfung von mir verlangt. Und das, glaube ich, macht eigenverantwortliches Lernen zum Beispiel kaputt. Wir wollen, dass die Leute eine Chance haben, Schwerpunkte zu setzen und sich zu profilieren, auch eine Form der Verantwortungsaufnahme. Und diese 3-6 Challenges, auf das gehe ich nachher eh noch genauer ein. Ich habe im Video wird am Schluss auf das verwiesen, ich kann Sie nur einladen, das Konzept der Lehrveranstaltung wird dort sehr detailliert erklärt, halt in Englisch und es gibt auch die Möglichkeit, Kommentare zu hinterlassen, wofür wir sehr dankbar sind, wenn Sie das tatsächlich tun. So,
Der Schluss des Videos war, dass wir dafür eine Plattform entwickeln, die wir selber, eine Plattform verwenden, die wir selbst entwickelt haben, und über die möchte ich ein bisschen reden. Wir nennen diese Plattform Aurora und sie dient für uns dazu, diese Lehrveranstaltung, die auch vom studienrechtlichen Umfang gar nicht so gering ist. Das ist also fast 6 ECTS. Und 6 ECTS, wie Sie wissen, sind ein Fünftel eines Semesters. Also die Studierenden verbringen substanzielle Zeit mit und in dieser Lehrveranstaltung. Ich glaube, das ist nur Zufall, dass ich auch ein grünes Hemd heute anhabe. Ich möchte Ihnen ein paar Beispiele geben von dem, was wir versuchen mit dieser Plattform. Das ist, wie die Folien organisiert sind. Die Folien der Vorlesungen sind selbstverständlich online. Wir organisieren sie aber nicht nur nach dem Datum, sondern auch nach dem Kapitel oder nach einer Typisierung. Und wenn man das dann anklickt, dann kommt man zu dieser Vorlesung. Das sind aber noch immer nicht alle Folien, sondern wir teilen die Folien in der Vorlesung in Sections. Und innerhalb dieser Section finden sich dann die einzelnen Folien mit dem sogenannten Lecture Notes, also mit dem, was ich dazu gebe. Und Sie sehen hier einen Add-Comment-Button, ungefähr hier. Das heißt, die Studierenden können zu den Folien auch kommentieren. Und das ist schon der erste Punkt, wo wir zur Partizipation einladen. Aber ich habe gesagt, wir haben Ziele. Und es sind diese schwer prüfbaren Inhalte, auf die ich vielleicht als erstes eingehen möchte. Wenn wir nicht prüfen, wenn wir keine Tests machen und keine Prüfungen, wie sollen wir dann feststellen, ob die Leute etwas gelernt haben? Und der Ansatz dazu sind die sogenannten Challenges. Das ist jetzt ein bisschen, das klingt ein bisschen nach Gamification von Lernen. Da bin ich jetzt nicht so wahnsinnig begeistert. Das muss man auch sehr kritisch sehen. Aber wir verwenden ein bisschen die Begrifflichkeiten, auch wenn die Strukturen dahinter eigentlich relativ banal und einfach sind. Und so eine Challenge schaut zum Beispiel so aus, nehmen wir an, es gäbe eine Challenge zum Thema Universal Design. Universal Design ist der Oberbegriff zu dem, was man Barrierefreiheit nennt. Wir gestalten Technologien so, dass alle damit arbeiten können und Sie sehen hier auf dem Bild auch eine Braille-Tastatur oder einen Braille-Bildschirm in dem Fall. So. Und wir teilen diese Challenge in mehrere Tasks auf. Wir wissen, dass wenn wir den Studierenden eine sehr umfangreiche Aufgabe stellen, dass sie sehr oft dann sich nicht damit heraussehen, die umfangreiche Arbeit für sich selber zu organisieren. Also helfen wir ihnen ein bisschen dabei, indem wir diese Aufgabe in mehrere Tasks teilen. Task 1 ist hier zum Beispiel, dass man sich einmal die Probleme anschaut. Suchen Sie 5 Probleme, die sich von schlecht gestalteten Webseiten für Menschen mit Sehproblemen ergeben. Also suchen Sie Probleme und finden Sie die, die Ihrer Meinung nach die 5 wichtigsten Probleme sind. Und wenn man das gemacht hat, schaut man sich die Arbeiten von anderen Studierenden an, da komme ich dann später darauf zu sprechen. Und dann macht man einen zweiten Task. In diesem zweiten Task ist, dass man sich die rechtlichen Bedingungen anschaut. Wie schaut es denn in Österreich aus mit Webangeboten? Müssen Webangebote eigentlich barrierefrei gestaltet sein? Stellt sich heraus, ja, sie müssen. Die gesetzlichen Bedingungen, Rahmenbedingungen sind nicht wahnsinnig streng, aber schaut man sich im zweiten Task auch an und fasst sie zusammen. Und dann macht man in einem dritten Task eine einfache Evaluierung eines österreichischen Webangebots. Das kann man jetzt. Man kennt die wesentlichen Probleme, man kennt die rechtlichen Rahmenbedingungen und kann daher eine Evaluierung machen, in der man feststellt, ist diese Webseite einigermaßen barrierefrei zugänglich. Und dann haben wir noch einen Final Task und in diesem Final Task stellt man sich die Frage, was man denn jetzt gelernt hat, was man jetzt mehr weiß als vorher und ob das einen weitergebracht hat zum Beispiel. Das ist nicht Teil der Bewertung, da geben wir keine Punkte dafür, was dort geschrieben wird, sondern das dient uns dazu, dass wir sehen, wie gut ist die Challenge angekommen. Wir haben in dieser Lehrveranstaltung 6 Kapitel, die Challenges haben und jedes dieser Kapitel hat mindestens 2 Challenges. Studierende können sich also eine aussuchen. Diese Challenges haben möglichst verschiedene Profile. Die eine erfordert mehr das Lesen wissenschaftlicher Arbeiten und das Reflektieren darüber und vielleicht das Zusammenfassen. Und eine andere hat mehr gestalterische Anforderungen, wo man eine Infografik zu irgendeinem Thema macht. Und eine dritte fordert vielleicht, dass die Studierenden ein bisschen was coden und diesen Code dann austauschen oder was auch immer. Auch hier wieder ein Aspekt der Eigenverantwortung. Was interessiert mich mehr? Was glaube ich,
bringt mich weiter. Und wir können dann am Schluss des Jahres, des Semesters, können wir den Studierenden eine Art von Profil geben, wo wir sagen, du hast eigentlich fast immer die gestaltungslastigen Aufgaben genommen. Vielleicht interessiert dich das besonders, vielleicht hast du dort auch eine besondere Qualifikation, und in diesem Prozess können die Leute so ein bisschen auch herausfinden, was sie denn interessiert an den verschiedenen Themen. So, ich habe gesagt, man sieht die Arbeiten anderer, und ich möchte das vielleicht ganz kurz ein bisschen ausführlicher erklären, weil das der Kern der ganzen Geschichte ist. Hier haben wir also eine Studierende und hier haben wir eine Arbeit mit 4 Tasks. Der letzte ist diese Zusammenfassung und Reflexion. Und die Studierende schreibt also eine Arbeit, und wenn sie diese Arbeit geschrieben hat und abgegeben hat, dann muss sie 3 Reviews schreiben. Diese 3 Reviews beziehen sich auf andere Arbeiten, also auf Arbeiten anderer Studierende zu genau diesem Task. Sie sieht also 3 andere Arbeiten und bekommt gezielte Review-Fragen gestellt. Ich zeige Ihnen das nachher noch ein bisschen genauer. Dieser Review-Prozess ist double blind, das heißt, weder die Reviewerin in diesem Fall noch der oder die Reviewee weiß, wer dieses Review geschrieben hat oder von wem die Arbeit ist. Und erst wenn diese 3 Reviews geschrieben sind, geht es weiter und der nächste Task ist freigeschalten. Dann werden wieder 3 Reviews geschrieben, der nächste Task ist freigeschalten, 3 Reviews. Und am Schluss gibt es keine Reviews mehr, weil die Zusammenfassung und Reflexion macht man ja für sich selber und nicht für andere. Während dieser ganze Prozess so abläuft, arbeiten ja auch andere Studierende an ihrer Arbeit. Und diese Studierende hier hat zufälligerweise die Arbeit der Studierenden aus Zeile 1 zum Review bekommen, und diesen Review sieht die Studierende natürlich nachher. Und dasselbe gilt auch für irgendeinen anderen Studenten, der hier einen Review schreibt, der also für die Studierende hier auch sichtbar wird. Und so füllt sich das also nicht nur aus mit Reviews, die man schreibt, sondern auch mit Reviews, die man bekommt. Und Sie sehen hier immer nur 2 Reviews, weil das unsere Minimalanforderung ist. Aufgrund der zeitlichen Diskrepanz kann es passieren, dass man nicht 3 bekommt, aber 2 muss man haben. Und wenn man dann auf jeden Task 2 Reviews bekommen hat, kann man noch eine Revision machen dieser Arbeit dort. Und ich glaube, das ist auch etwas, was aus der Schule eigentlich nicht wahnsinnig mitgebracht wird, als etwas, das man aus den Fehlern, die man gemacht hat, lernt. Ich weiß, es gibt Schulen, die sagen, Hausübungen dürfen falsch sein, sie müssen nur gemacht sein, die Note entsteht nur aus der Schularbeit oder aus den Prüfungsleistungen, aber wir setzen das hier bis ins Letzte konsequent um. Jede Arbeit, jeder dieser Tasks kann in einer Revision abgegeben werden, und wir bewerten unterm Strich nur die Revision. Und wenn das dann alles passiert ist, wenn 2 Reviews pro Task vorliegen, dann wird dieser Final Task freigeschalten, und wenn der freigeschalten ist, kann alles gemeinsam abgegeben werden. Und das wird dann kommt in 2 Töpfe. Der eine Topf ist die Arbeiten, die man gemacht hat, plus die Reviews, die man bekommen hat, die helfen bei der Bewertung. Das sind ungefähr 20 Tutoren und Tutorinnen, die diese Bewertung dann vornehmen, weil das ist wirklich viel Arbeit. 800 Studierende, die zu 6 Kapiteln jeweils 3 bis 4 Tasks machen, ist eine Menge. Und das wollen wir uns auch gut anschauen und gutes Feedback schreiben. Aber die Reviews helfen dann dabei, das zu bewerten. Aber die Reviews, die geschrieben wurden, die bewerten wir auch. Wir wollen, dass die Studierenden lernen, kritisches Feedback zu bekommen und kritisches Feedback zu geben. Und das ist eins unserer zentralen Lernziele, und daher wird zwar die Arbeit mit 0 bis 20 Punkten bewertet, normalerweise mit 10 bis 20 Punkten, weil wenn sie mal abgegeben ist, ist sie ja schon gar nicht so schlecht. Und dann gibt es etwas, das nennen wir das Review Karma, aber nur intern, nach außen hat das irgendeinen anderen Namen. Und das hat einen Wert von 0 bis 1 pro Review, und das wird dann summiert aufgerechnet. Das ergibt 2/3 der Note, und aus dem hier machen wir ein Pass oder Fail. Das heißt, wenn Studierende am Ende des Semesters ein zu niedriges Review Karma haben, dann können sie die Lehrveranstaltung nicht schaffen. Und das ist eine gewaltige Hürde, die wir da legen, und wo die Studierenden das Reviewen tatsächlich zumindest im Laufe des Semesters beginnen müssen, ernst zu nehmen und gut zu machen. Es ist gar nicht so leicht, Kritik auf die Arbeit anderer zu geben, lernt man in der Schule nämlich überhaupt nie. Das bekommt man immer nur, aber man wird nicht darauf vorbereitet. Können viele nicht. So schreiben Studierende ungefähr 60 Reviews pro Semester, und bei der Studierendenanzahl haben wir insgesamt ungefähr 45.000 Reviews pro Semester, die wir uns anschauen und die wir bewerten und wo wir Feedback geben. Dazu haben wir mich,
einen Dreiviertel Predoc, einen Dreiviertel Senior Lecturer, ein paar Gastvortragende, die aber an dem Prozess nichts machen und ungefähr 20 Tutoren und Tutorinnen zu je 8 Wochenstunden. Was sehr interessant ist für mich immer wieder, ist, dass wir eine vollkommen untypische Notenverteilung haben am Ende des Semesters. Die schaut nämlich dann immer so aus. Wir unterscheiden eigentlich, also ich nenne das immer die Badewannenkurve, manchmal ist der Zweier ein bisschen prononzierter, aber Vierer haben wir wirklich fast nie. Und wir unterscheiden im Wesentlichen zwischen den Studierenden, die das bis zum Schluss konsequent machen. Und die machen das dann meistens wirklich gut, weil der Prozess eine Art von Qualitätssicherung bringt, die man sonst nicht hat. Und wir haben die Leute, die es nicht schaffen, weil sie in der Mitte irgendwann aufgeben. Und die sind gar nicht so wenig, die tun uns weh, aber sie, das ist übrigens grün und blau, weil es zwei aufeinanderfolgende Jahrgänge sind, sie tun uns weh, aber wir stecken auch sehr viel Zeit hinein, diesen Anteil der Leute, die in der Mitte aufhören, möglichst gering zu bekommen. Nachdem wir aber 800 Erstsemestrige und dann nur noch ungefähr 650 also Drittsemestrige haben, nach einem Jahr verschwinden 150 Leute, ist es manchmal einfach auch nicht unser Ding. Das sind Leute, die aufhören, Informatik zu studieren. Damit diese 45.000 Reviews im Semester angeschaut werden, das ist ein kleiner Blick hinter die Kulissen, haben die Tutoren und Tutorinnen auch ein System, mit dem sie sehen können, wie gut sie in ihren Aufgaben stehen. Sie sehen also hier die einzelnen Wochen, ja, die Woche vom 19. bis 25. November, da waren 27, man sieht das nicht, wahnsinnig gut, ist kleine Schrift, es waren 27 Arbeiten zu bewerten von diesem Tutor hier, nein, und 14 hat er gemacht, aber, nein, falsch, 14 hätte er zu bewerten gehabt und 27 hat er gemacht. Darum kriegt er hier ein Sternchen, weil er wirklich gut war. Hier waren 0 zu machen aufgrund dieses Vorsprungs, den er hier hatte und weil in der Zwischenzeit nichts Neues dazugekommen ist. In der Woche drauf hätte er 19 zu machen gehabt und hat nur 5 gemacht, darum ein roter Balken. Dann gibt es diese Badges, also wenn man einmal hinten nach war und wieder ausgeglichen hat, bekommt man ein Saved Your Ass Badge und so weiter. Die Tutoren und Tutorinnen stehen total drauf und finden in unserer Implementierung immer wieder kleine Details, wo etwas nicht stimmt und regen sich dann fürchterlich auf, weil das ungerecht ist. Ich finde das super. Auch das ist eine Form der Partizipation auf einer anderen Ebene. Die Tutoren und Tutorinnen kommen aus dem Studierendenbereich. Wir beziehen sie auf diese Art in die Lehrveranstaltung ein, dass sie die Bewertung machen, aber auch, dass sie mit uns daran arbeiten, wie dieses System besser funktionieren könnte, dieses Feedback-System. Die Parallele dazu für Studierende schaut so aus, wir haben sehr viel Arbeit hineingesteckt, dass Studierende verstehen, was sie denn zu tun haben. Es gibt 4 Hauptziele, man muss also 60% der Punkte, die man abgegeben hat, haben, man muss 40% Review Evaluation haben, das war dieses Review Karma. Man muss zu jedem der 9 Kapitel etwas abgegeben haben. 6 davon sind zentrale inhaltliche Kapitel, 3 sind so Randkapitel. Und man muss 90% Review-Feedback gegeben haben. Review-Feedback erzähle ich gleich. Also das ist so ein bisschen, wie wir damit umgehen, dass es schwer prüfbar ist. Wir teilen komplexe Aufgaben in Schritte auf. Die Art, wie diese Schritte gemacht werden, obliegt sehr stark den Studierenden. Und sie können sich auch aus mehreren etwas aussuchen und bewerten tun wir am Schluss die Arbeit, die verbessert ist nach diesen Qualitätssicherungsmaßnahmen. Nummer 2, die Förderung der Eigenverantwortung. Eins habe ich schon gesagt, wir haben sehr viele Challenges und die Studierenden können sich das aussuchen. Wir haben, das baut sich auf, das war jetzt nicht geplant. Wir haben einen relativ strengen Zeitplan inzwischen. Sie sehen also hier, es gibt eine Intro und eine Group und ein Finale, das sind diese 3 Randkapitel und dann gibt es die Kapitel 1 bis 6, das sind die zentralen inhaltlichen Kapitel. Da gibt es immer 2 Wochen Zeit und dann gibt es eine Woche Zeit, wo man die Revision machen kann und alles schlussendlich abgibt und auch warten kann, dass alles alle Reviews hereinkommen, auf die man noch wartet. Also die Eigenverantwortung hier durch eine eigenständige Auswahl, durch eine Möglichkeit der Revision der Arbeit. Wir haben versucht, das Ganze ohne Deadlines zu machen, weil eigentlich, wenn wir die Challenges hergeben, können die Leute die Arbeit irgendwann machen. Das hat zum erwartbaren Ergebnis geführt, nämlich einem riesigen Berg abgegebener Arbeiten am Ende des Semesters. Dann haben wir, und das Problem ist, und ich glaube, wir können das inzwischen auch zeigen, je knapper die Leute an der Deadline abgeben, umso schlechter ist die Qualität ihrer Arbeit.
Und daher haben wir dann begonnen, relativ stringente Deadlines zu setzen, in der Hoffnung, dass die Leute besser ihre eigene Arbeit organisieren können. Das klingt ein bisschen crazy, aber die Ergebnisse geben uns bis jetzt recht. So, ich habe schon viel zur Eigenverantwortung bei der Art und Weise gesagt, wie die Challenges organisiert sind. Drum gleich zum dritten Punkt, das Ermöglichen von Partizipation. Ich möchte vielleicht dafür schnell einmal noch zeigen, wie das tatsächlich ausschaut, wenn man so eine Challenge macht, und Ihnen zeigen, wo hier Partizipation stattfinden kann. Also das ist die Liste aller Challenges, die es da gibt. Die ist tatsächlich linear und nicht so auf einer ganzen Seite, wie vorher zu sehen war. Kann man runterscrollen, dann findet man da unten eine, die heißt Algorithmic Bias, und die machen wir jetzt einfach einmal ansatzweise. Dann kommt man da rein, jeder Task ist in Form so einer Karte, und Sie sehen da unten auf der Karte so diese Icons, die die Schritte, die man hier machen muss, symbolisieren sollen, wie eine Progress Bar. Jetzt machen wir den ersten auf, und dann kommt man zu einer wirklich langen Beschreibung dieses Tasks. Der erste Task hier ist nicht, warum haben Algorithmen woher haben Algorithmen Vorteile. Für diesen Task kann man 4 Punkte bekommen, und Sie sehen hier eine Reihe klar formulierter Fragen, die man zu beantworten kann. Tipp, dann gibt es hier Artikel, die als Basisliteratur zur Verfügung stehen, und hier unten haben wir dann oft noch sowas wie einen Bonus, Bücher oder Reports zum Thema. Manchmal gehen wir dorthin, gute Musik, die man hören kann, während man diesen Task macht, weil sie sehr gut dazu passt. Wenn man dann hinunter scrollt, dann kommt man in einen Bereich, der heißt Task Q&A Section. Hoppla, das sollte jetzt noch nicht da sein, na Pech. Und diese Task Q&A Section ist dazu da, damit die Studierenden Fragen stellen können, wenn ihnen diese wirklich lange Taskbeschreibung, wenn ihnen da irgendwas nicht klar ist. Und ich glaube, also das ist eine Art von Goldmine, die wir gefunden haben. Wir können von Jahr zu Jahr die Taskbeschreibungen besser machen, weil die Studierenden uns hier sagen, was sie nicht verstehen. Und daher sehen Sie auch hier von 2015 bis 2018, wie von Jahr zu Jahr mehr oder weniger die Fragen zu den Taskbeschreibungen weniger werden, weil wir besser drin werden, diese Taskbeschreibungen zu formulieren. Und es können nicht nur wir antworten, sondern es können auch die Studierenden antworten. Und wenn die Studierenden antworten können, tun sie das meistens schneller als wir. Und wir haben inzwischen begonnen, den Studierenden, die hier gute Antworten geben, kleine Extrapunkte dafür zu geben, weil das ein hilfreicher Dienst an der Community ist. Unsere Average Time to Answer ist 33 Stunden hier drinnen, also ein bisschen mehr als ein Tag. Die Student Time to Answer ist 26 Stunden im Schnitt. Der Schnitt wird aber heruntergebracht dadurch, dass manche Antworten sehr spät sind, so über Weihnachten. Da antworten die Studierenden noch langsamer als wir. Aber Sie sehen, das sind doch 7 Stunden schneller als wir, und das hilft dabei, etwas zu finden. Und das wird aber von vielen Studierenden auch als eine einfache Form der Partizipation an der Art und Weise, wie diese Lehrveranstaltung läuft, erlebt. Jetzt scrollen wir noch ein bisschen runter, und dann finden wir da unten die Review Questions. Also wir sagen von Anfang an, das sind die Review Questions, nach denen eure Arbeit von anderen bewertet wird. Da haben wir 3 verschiedene Arten von Reviews. Wir haben also einen Review, der so qualitative Fragen stellt: Was gefällt dir besonders gut an meiner Arbeit, was kann ich bessern, oder fallen dir zu Fehlentscheidungen Beispiele ein, die du meiner Arbeit hinzufügen würdest. Sie sehen also, das ist schon ganz stark auch in Richtung dieser verbesserten Version, die die Leute nachher machen können. Getrimmt. Der zweite Review-Typ ist ein Anforderungserfüllungs-Review. Das sind so, welche Vorgaben der Taskbeschreibung habe ich erfüllt, und dann sind alle aufgelistet und man kann es anhakeln. Meinst du, meine Schreibweise war gendergerecht, ja oder nein? Wir haben gendergerechtes Schreiben als eine Anforderung in unserer Lehrveranstaltung, und ich erzähle Ihnen am Schluss, manchmal fast gekreuzigt, aber ja. Und das dritte ist eine wissenschaftliche Qualitätsprüfung: Bitte kontrolliere meine Quellenangaben und bitte führe eine Plagiatsprüfung durch. Sie sehen auch, alle Review-Fragen sind im Du-Ton formuliert, so als würde die Studierende, die die Arbeit geschrieben hat, sie an die Studierende stellen, die den Review schreibt. Damit vermeiden wir auch, dass in den Reviews Schwierigkeiten entstehen, wie der Autor / die Autorin hat. Also das brauchen wir nicht, die Antworten werden im Du-Ton beantwortet, und damit haben wir dieses Problem genau nicht. Und das ist auch das, was wir den Studierenden sagen, wie man mit gendergerechtem Schreiben meistens umgehen kann, indem man es nämlich umdenkt, den Felsen. So, ein Review, den man bekommen hat, schaut dann so aus.
Da sehen Sie immer oben die Frage, das müssen Sie jetzt nicht lesen, ich werde gleich ein paar Review-Fragen hier herausgreifen. Ganz oben steht immer die Review-Frage und in diesem weißen Kastel steht dann die Antwort drinnen. Und ganz unten gibt es so eine Review-Conclusion. Wer immer einen Review schreibt, hat am Schluss 4 Optionen zwischen ausgezeichnete Arbeit und eigentlich gar keine Arbeit als eine Review-Conclusion. Beispiele für Review-Fragen sind also, wie gesagt, das ist sehr stark darauf abgetrimmt, dass diese Reviews dabei helfen, meine eigene Arbeit zu verbessern. Nicht? Was sagst du zu meinem Vergleich der beiden Algorithmen? Was ist gut gelungen? Wo könnte ich noch etwas besser machen? Stimmst du inhaltlich mit dem Vergleich überein? Stimmt meine Zuordnung dieser Begriffe zu den 5 zentralen Konzepten? Argumentiere. Was könnte ich besser machen? Also dieses, was könnte ich besser machen? Ja, wir haben ein bisschen gelernt, wie man Reviews schreibt, wie man dieses Sandwich macht, weich, hart, weich und so. Wie gut sind die Forschungsergebnisse, die ich gewählt habe, als Beispiel für Computational Thinking geeignet? Geh bitte auf jedes Beispiel getrennt ein. Und wem immer ein Feld, das heißt Gesamteindruck, / abschließende Bemerkungen. Aber wir haben auch hier ganz unten einen Bereich, also jeder Studierende kann am Schluss der eigenen Arbeit eine Review-Frage beim Abgeben eine Review-Frage hinzufügen. Ich möchte gern bitte, liebe Reviewerin, lieber Reviewer, dass du diese Frage auch noch beantwortest. Auch eine Form der Partizipation im Prozess. Ja, Beispiel für Peer-Review-Fragen, wir haben das dann, ich habe gleich noch eine bisschen bessere Auswertung. Würdest du Optimization ebenfalls dem Prinzip der Skalierbarkeit zuordnen, beziehungsweise Message Passing dem Prinzip der Spezifikation? Erscheinen meine Erklärungen verständlich? Eine sehr präzise inhaltliche Frage, die sich auf eine Unsicherheit bezieht, die in dem Fall der Autor dieser Arbeit in Bezug auf seine eigene Arbeit hat. Und das ist eigentlich super spannend, finde ich. Also hier kann man etwas abgeben, weil man weiß, man kann eine Revision schreiben und dann kann man jemand anderen fragen, was diese Person davon denkt und kann das dann in die eigene Arbeit einfließen lassen. Dann gibt es ganz viele, die so Task-Anforderungen nachfragen, ist es zu kurz, zu lang oder passend von der Länge. Würdest du den Task auch so interpretieren, dass man alle gestellten Aufgaben in einem zusammenhängenden Text erfüllen soll, solche Sachen. Zählen Quellen zum Wortlimit? Das ist eigentlich eine allgemeine Frage, die herausgestellt werden soll, wird manchmal auch hier gestellt. Und dann gibt es Fragen, die beziehen sich auf ganz persönliche Dinge. Würdest du Amazon Echo Dot in deinem Zuhause nutzen? Das war so ein bisschen die Privacy-Geschichte, die da diskutiert wurde. Und da wollte dann jemand wissen, würdest du das machen? Ne? Das wird nicht wahnsinnig viel genutzt. 466 Review-Fragen bei 60.000 Reviews ist jetzt nicht wahnsinnig viel. 230, die sich auf Task-Anforderungen beziehen. 67 Mal Meinung abgefragt, 60 Mal Wissen. 39 Mal einfach einen Kommentar, ja, ich habe das so oder so versucht zu machen, ist das angekommen, ein konkretes Feedback zu etwas und 31 Mal Off-Topic, die waren unvollständig, inappropriate, leider haben wir auch das, oder creepy, gibt's alles. So, und wenn man dann diesen Review bekommen hat, gibt es am Schluss einen Bereich, wo man auch noch Review-Feedback gibt. Das heißt, ich habe einen Review bekommen und jetzt sage ich, dieser Review hat mir geholfen, meine Arbeit zu verbessern. Der Review war okay, der Review war ein meaningless, der hat eigentlich gar nichts gesagt. Es gibt viele, nicht viele, es gibt Studierende, die versuchen, sich einfach ein paar möglichst blablaige Reviews zu schreiben, die auf alles passen und die einfach hineinzupasten zu jeder Review-Frage. Die fallen dann in diese Meaningless-Kategorie. Aber Meaningless ist unterhalb des Thresholds, den man braucht, um eine positive Note zu bekommen. Das heißt, die kommen dann relativ bald drauf und müssen sich mehr bemühen. Und dann gibt es auch noch Minimalist oder Offensive. Es gibt Studierende, die auf die Frage, würdest du meine was könnte ich besser machen? Schreiben Sie ja. Das ist minimal und offensive ist auch klar. Ja, also es gibt Studierende, die nicht in der Lage sind, konstruktives Feedback zu geben. Auf der anderen Seite gibt es Studierende, und das sind eigentlich mehr, die nicht in der Lage sind, konstruktives Feedback zu bekommen. Und das finde ich fast noch spannender. Wir haben auch das ausgewertet. Also machen wir es vielleicht so. Studierende sind ein bisschen positiver als unsere Tutoren und Tutorinnen.
Studierende sind schneller mal dabei zu sagen, das war hilfreich, ungefähr gleich viele hilfreich und okay, ein bisschen mehr okay. Und dann gibt es eben diese 188, die sagen, es war minimalist oder offensive, die rote Zeile. Und wenn die Tutoren und Tutorinnen sich das angeschaut haben, sind es auf einmal nur noch 80. Und das sind diese 100 Reviews, wo Leute, das sind so fünf, eine Handvoll Leute, die nicht vertragen, wenn jemand Kritik an ihrer Arbeit äußert, die dann sagen, das war offensive. Die kennen wir meistens am Ende des Semesters, diese Leute. Ne? Wir haben dann hier mal ein kleines Experiment gemacht und haben uns überlegt, wie, also Review-Qualität ist natürlich ein Problem. Die Qualität dessen, was ein Review abgeliefert wird. Leute beschreiben das oft so, da habe ich mir zu viel Arbeit gemacht und ich habe mich wirklich bemüht, eine gute Arbeit abzugeben und dann kommen diese drei Reviews daher und da fehlt mir dann oft die Motivation. Und darum gibt es dann Studierende, die einfach gerade mal so die Mindestanforderungen beim Reviewen erfüllen oder sich keine Mühe geben. Das ist für uns ein großes Problem, weil ja, wie gesagt, dieses Reviewing einer der zentralen Lernziele sind. Konstruktives Feedback geben, sich mit der Arbeit anderer auseinandersetzen, eine Schwäche ausgleichen, die aus der Schule kommt und die einem später nicht weiterhilft. Wenn man sich mit der Arbeit anderer nicht auseinandersetzen kann, dann wird man sich im Studium schwer tun und man wird sich vor allem später im Beruf schwer tun. Also haben wir überlegt, wie können wir... Das war noch bevor wir das Mindest-Review-Karma als eine Notenanforderung hatten. Da haben wir gesagt, okay, wir machen mal so etwas ganz was Wissenschaftliches. Wir tun bei der Zuteilung von Reviews und Reviewees tun wir ein bisschen tricksen. Leute, die besonders schlechte Reviews schreiben, haben eine Gruppe herausgegriffen, damit Leute halbiert. Und der einen Hälfte haben wir, wenn sie schlechte Reviewer waren, haben wir einen besonders gute Reviewer zugewiesen, damit sie besonders gute Reviews bekommen und daran sehen, wie eigentlich ein guter Review ausschauen könnte. Und das hat dann nachher so ausgeschaut. Also wir hatten dann drei Gruppen. Genau, wir hatten eigentlich drei Gruppen, wir haben es gedrittelt. Wir haben eine Gruppe, die hat zufällige Zuweisungen bekommen. Wir haben eine Gruppe bekommen, die hat Reviewer zugewiesen bekommen, die ähnlich waren wie das, was sie selber, wie sie selber gereviewt haben. Und dann haben wir eine dritte Gruppe gehabt, der haben wir versucht, immer gute Reviews zukommen zu lassen, dass sie immer qualitativ hochwertige Reviews bekommen, ganz wurscht, wie gut oder schlecht sie selber reviewen. Und zwar haben wir das hier an diesem Punkt ungefähr nach zwei Drittel, drei Viertel des Semesters gemacht und siehe da, die dritte Gruppe, die die besseren Reviews bekommen hat, hat auf einmal auch bessere Reviews geschrieben. Das ist ein sehr schönes Ergebnis, das ist ein Ergebnis, wo wir sogar statistisch zeigen können, dass es signifikant war. Im Jahr darauf haben wir das noch einmal gemacht und sind gescheitert. Das Gegenteil ist passiert. Und daher glaube ich, dass das trotz statistischer Signifikanz ein wirklicher Zufall war. Also ich glaube, dass der... Aber ich kann es nur glauben und damit bin ich hier eigentlich am Ende dessen, was ich sagen sollte. Wenn ich keine wirklichen Aussagen treffen kann, sollte ich nichts mehr sagen. So. Wir waren bei Partizipation. Vielleicht noch ganz kurz, das ist so ungefähr, schaut, Sie können das wieder nicht lesen, ist nicht wichtig, so ungefähr schaut das Feedback aus, was man am Schluss bekommt. Sie sehen also pro Task aufgeteilt, jeweils ein, zwei Sätze und wie viele Punkte man bekommen hat. Und ganz unten gibt es dann die Möglichkeit, dass man hier einen Kommentar hinzufügt. Ich bin mit der Bewertung nicht einverstanden. Also auch hier ein einfacher Punkt der Partizipation im Prozess. Das ist ein bisschen etwas, wo wir gestehen, wir lassen 20 verschiedene Menschen die Arbeiten bewerten und daher gibt es Unterschiede in der Bewertungsqualität. Und wenn euch etwas auffällt, was auf euren Lasten ausgetragen wurde, dann meldet euch, das eskaliert die Geschichte dann auch eine Ebene nach oben. Da gibt es dann diesen erwähnten Dreiviertel-Predoc, der sich mit diesen Kommentaren auseinandersetzt und sich dann anschaut, ob die Bewertung gerecht war oder nicht. Wir haben, das war im Video auch schon angeklungen, wir haben viele On- und Offline-Möglichkeiten der Partizipation und vielleicht möchte ich noch ein paar erwähnen. Wir haben einen Bug-Tracker, die Software entwickeln wir selber seit vielen, vielen Jahren, da gibt es Fehler auf verschiedensten Ebenen und daher haben wir einen Bug-Tracker und dieser Bug-Tracker ist aber öffentlich. Und Leute können, Sie sehen da ganz links oben steht Add Issue, können also sogar etwas hinzufügen. Wenn Studierende also einen Fehler finden, dann posten sie das hier und können zuschauen, wie ihre Fehlermeldung diese
Eskalationskette oder die Bearbeitungskette hinunterwandert, bis sie irgendwann einmal gefragt werden, dass sie jetzt bitte schauen, ob der Fehler auch tatsächlich behoben ist. Und auf diese Art und Weise, also an diesem Debugging, das wir da vor ihren Augen durchführen müssen, auch teilnehmen. Leider können wir keine perfekte Software schreiben, aber damit sind wir nur im selben Boot wie die gesamte restliche Industrie. Wir führen Diskussionen durch, wir haben ein eigenes Online-Diskussionsformat entwickelt, schon vor vielen Jahren und haben darüber auch geschrieben, weil das ja wie gesagt alles Forschungsthema ist. Das war das einzige Mal in meinem wissenschaftlichen Leben, dass ich das Considered Harmful Meme in einem Titel verwendet habe, weil ich gemerkt habe, dass das Layout eines Diskussionsforums sehr dazu beiträgt, ob man auf die Argumente der anderen eingeht oder nicht. Wir machen etwas, das heißt Best and Worst of Informatics. Jede Woche man kennt das auf dieser Seite nur wahnsinnig schlecht, weil das nur das Ergebnis ist. Studierende können einschicken, was in der vergangenen Woche in Informatik, im Fach Informatik, besonders herausragend Tolles passiert ist oder Schreckliches. Also Facebook wird zum Beispiel jede Woche eingeschickt, weil Facebook jede Woche irgendeinen Mist baut. Und dann, also es gibt so 4 Tage einschicken und 3 Tage voten und am Schluss gibt es einen höchstgevotetes Best of Informatics und ein höchstgevotetes Worst of Informatics und nachdem wir 2 Vorlesungstermine pro Woche haben, diskutieren wir das dort in der Vorlesung. Wer immer von den beiden Hauptvortragenden jeweils vorträgt, wir diskutieren 5 Minuten, 7 Minuten lang das Beste oder die 3 besten, die 3 höchst gevoteten Einträge von diesem Best and Worst of Informatics und grounden damit die Veranstaltung in gewisser Weise in der Realität der Studierenden. Denn das, was Sie posten, ist das, was Sie als Informatik in der Welt erleben. Wir bringen Sie ein bisschen dazu. Worst of Informatics ist einfach, ja, Facebook. Best of Informatics ist schwieriger. Was ist denn Cooles in der Informatik passiert? Und auf einmal fangen unsere Studierenden an, suchen zu gehen, was denn alles Informatik ist und was man denn alles als Worst of Informatik hier einschicken kann. Und das sind spannende Dinge. Und ich glaube, auch das ist wieder ein Aspekt, ein ganz anderer Aspekt von Partizipation, den wir relativ frisch hinzugefügt haben und der uns sehr viel Freude macht. Wir haben im Grunde eine ganze Hierarchie von Partizipation. Sie haben jetzt ein paar Beispiele gesehen, es endet dort nicht. Wir machen am Ende des Semesters etwas, das nennen wir Kaffee, Kuchen und Kritik. Die Abkürzung in 3 Buchstaben ist sehr unglücklich, wissen wir, aber der Name ist zu gut. Und da laden wir die Studierenden ein und es kommen typischerweise so 15, 20 Leute, mit uns einen Nachmittag lang zusammenzusitzen, das vergangene Semester zu diskutieren, wie gut es funktioniert hat, was gut, was nicht gut funktioniert hat und was es für Ideen gibt, wie wir es nächstes Jahr anders machen können. Das kann ich zum Beispiel uneingeschränkt empfehlen. Das ist eine Geschichte, die funktioniert immer und die funktioniert sehr gut. Da hatten wir noch nie irgendwie einen Event oder eine Durchführung, wo wir uns hinterher gedacht haben, na, den Nachmittag hätten wir besser auch verbringen können. Ich habe gesagt, wir entwickeln diese Software selber und in Wirklichkeit entwickeln unsere Studierenden die Software. Das heißt, Studierende, die daran interessiert sind, können ihre Bachelorarbeit, ihre Projektarbeiten oder ihre Diplomarbeit im Rahmen dieses Projekts durchführen. Alle diese Studierenden haben dieses System im ersten Semester und vielleicht im dritten noch einmal selber verwendet, kennen die Stärken und Schwächen und haben meistens schon eine Vorstellung davon, in welchem Bereich sie denn gern arbeiten möchten. Und das geht hin bis in die Dissertation. Zurzeit habe ich eine Kollegin, alle diese Publikationen, die sie gesehen haben, bis auf die über die Lehrveranstaltung selber, waren mit dieser einen Kollegin geschrieben, weil die momentan ihre Dissertation schreibt und wenn alles gut geht, wird sie im Jänner damit fertig. Und der letzte Punkt war Communities bilden und ich habe schon gesagt, das ist das Schwierigste. Und das beginnt damit, dass heute Vorlesungen ja nicht mehr nur im Hörsaal stattfinden, sondern meistens auch gestreamt und aufgezeichnet werden. Dagegen könnten wir uns wehren, aber dann schauen wir ein bisschen aus, wie die Maschinenstürmer, das können wir nicht machen im ersten Semester der Informatik, sind schon sozusagen anspruchsvoll genug, dass die Leute über den Tellerrand schauen. Wenn wir dann noch sagen, und aufzeichnen tun wir nicht, ihr müsst in den Hörsaal kommen, geht gar nicht. Wir haben auch der größte Hörsaal der Informatik, der TU Wien, hat um die 500
Plätze und Sie, wenn Sie das kurz ausrechnen im Kopf, 800 Leute, 500 Plätze, können wir gar nicht anders. Also wir müssen streamen, beim Streamen wird aufgezeichnet, Studierende können sich das anschauen. Ich kann Ihnen raten, wenn der Martin Ebner ist da, reden Sie mal mit Martin Ebner hier in Graz, er erzählt Ihnen dann etwas über die Statistik, wann sich die Leute die Aufzeichnungen anschauen. Das ist die übliche Kurve am Ende des Semesters, 5 Minuten vor der Prüfung. Also dieses Aufzeichnen tut vor allem eins, und das Streamen, es ist Community erodierend. Ja, Leute, die jede Woche zweimal in denselben Hörsaal kommen, die lernen sich irgendwann zwangsläufig kennen, wenn sie zu Hause oder irgendwo in einem Lernraum sitzen und die Vorlesung streamen, dann lernen sie sich nicht kennen. Und wenn sie die Aufzeichnungen anschauen, schon gar nicht. Wir versuchen daher Anreize zu setzen, in die Vorlesung zu kommen. Wenn Sie Kahoot kennen, Kahoot ist ein großer Spaß, den wir machen alle am Ende jedes Kapitels oder jedes zweiten Kapitels, manchmal machen wir ein Kahoot, wo wir Fragen stellen, die zum Teil ernst und zum Teil nicht ganz so ernst sind. Das dauert ungefähr 10 Minuten. Das ist, jeder hat dann, falls Sie es nicht kennen, jeder hat das Handy oder den Computer und es ist wie eine Millionenshow. Es gibt immer 4 Antwortmöglichkeiten, man tippt die Antwort, je schneller man ist, umso mehr, also ein bisschen auch wie Quizduell, umso mehr Punkte kriegt man und am Schluss gibt es dann eine Person, die die meisten richtigen Antworten am schnellsten beantwortet hat. Diese Person lässt man dann aufstehen, es gibt dann einen Applaus, zweiter und dritter Platz wird auch gelobt und für die Teilnahme geben wir einen extra Punkt her. Und auf die Art und Weise, ich sage jetzt, wir halten eh gute Vorlesungen, wir kriegen auch Preise dafür immer wieder, aber trotzdem gehen die Leute nicht unbedingt gern in den Hörsaal, weil sie auch als Informatikerinnen und Informatiker das Gefühl haben, wir können doch auch zu Hause im Pyjama sitzen mit dem Computer. Und wenn sie dann sowas verpassen, weil sie zu Hause sitzen, dann ist das ein Anreiz, doch in die Vorlesung zu kommen. Wir haben inzwischen einen mehr oder weniger 2/3 vollen Hörsaal bis zum Ende des Semesters und das sorgt für Community-Bildung. Ein zweiter Punkt ist das, was man eh oft macht, wir machen Gruppenarbeit. Es ist für die meisten Studierenden die erste Gruppenarbeit in ihrem Studium. Gruppenarbeit ist etwas, was wir viele Jahre lang als selbstverständlich angenommen haben, bis wir festgestellt haben, auch das ist etwas, was die meisten nach der Schule nicht können, in Gruppenarbeiten. Gruppenarbeiten ist auch gar nicht einfach, in Gruppenarbeiten ist wirklich schwierig. Trotzdem machen wir das noch, wir haben am Schluss ein Abschlussprojekt, wo Sie ein Video sehen und das Projekt, das in diesem Video vorgestellt wird, aus verschiedenen in der Vorlesung vorgestellten Denkweisen der Informatik betrachten und miteinander diskutieren. Jeder sucht sich eine Denkweise aus, analysiert das Projekt unter dieser Denkweise, dann setzen Sie sich zusammen und führen eine Diskussion über Überschneidungen, Synergien, Widersprüche zwischen den Denkweisen und so weiter. Da kriegen wir dann 175 solche Arbeiten, die werden nach einem wissenschaftlichen Tagungstemplate geschrieben, das heißt, da lernen Sie auch ein bisschen kennen, was das heißt, aber das ist mehr so ein Nebeneffekt. Aber das meiste an Community-Bildung passiert ja heute hier, außerhalb vom Hörsaal, in den Backchannels. Und wir haben letztes Semester zum ersten Mal uns damit auseinandersetzen müssen, weil das aus dem Ruder gelaufen ist. Das ist Discord. Discord ist momentan the weapon of choice unserer Studierenden, was ein bisschen damit zusammenhängt, dass ein guter Teil so ein bisschen so einen Gaming-Background hat und dort ist das ganz groß. Und dort posten die dann während der ganzen Vorlesung, schreiben die irgendwelche witty Remarks mit und so weiter. Aber vielleicht die letzten 2-3 Jahre schon zu beobachten war und letztes Jahr wirklich groß war, war die Meme-Produktion. Jetzt weiß ich nicht, wie viele von Ihnen mit dem Konzept von Memes vertraut sind. Das kommt ein bisschen von diesen Gedanken, die eigentlich ein Eigenleben haben. Ich erzähle Ihnen irgendeinen strange Fact und Sie merken sich das dann und das verbreitet sich dann und das hat ein bisschen evolutionäre Mechanismen, Richard Dawkins und so. Aber im populärkulturellen Bereich sind Memes heute Bilder mit draufgeschriebenem Text, die meistens aus einem, die Bilder werden meistens aus einem großen, sehr großen Pool genommen von Bildern, die gerade so das Material für die Memes bilden und wo es so etwas wie eine geteilte Interpretationsmatrix gibt. Also das sind die Bedeutungen, die ein so ein Meme haben kann. Ich zeige Ihnen ein Beispiel, einmal ein nettes. Zum Beispiel das da. Ja, diese zwei Bilder
sind aus irgendeinem Comic und die beiden Buttons sind unbeschriftet. Und da kann man jetzt Text hinschreiben und verwendet also dieses Bild, wo ganz klar ist, jemand tut sich schwer, eine Entscheidung zu treffen, um einen Punkt zu machen. In dem Fall war das etwas, das dann bei uns im Design Thinking entstanden ist. Leute haben plötzlich verstanden, dass wenn sie dauernd Funktionen in ihre technologischen Artefakte hineintun, dass sie dann nicht mehr gut zu verwenden sind und haben dann dieses Meme produziert. Aber natürlich entstehen alle möglichen Memes und viele davon sind auch ganz schrecklich inadäquat, weil es natürlich eine Minderheit von vielleicht 10 oder 5 Leuten gibt, die dann so Zeug machen wie das, was sie da links oben in der zweiten Reihe sehen. Die Jugendlichen sind aber überhaupt nicht in der Lage, oder die jungen Erwachsenen sind überhaupt nicht in der Lage, damit umzugehen. Meistens, wenn sowas auftaucht, sagen sie, oh, pff, sowas wieder, ich gehe, und gehen weg. Aber dieses Weggehen wird von denen, die sowas posten, meistens als eine Form der Anerkennung gesehen, weil niemand Kritik äußert. Nicht? Wenn sie irgendwas sagen in einem Raum und niemand gibt ihnen Widerspruch, dann denken sie sich, pff, passt. Und so ist da eine Kultur entstanden und da gibt es dann diese Leute, die so ein bisschen am Rand stehen, die schon ein bisschen zur Provokation neigen, aber nicht wirklich irgendwie den Hintergrund haben, so etwas zu posten. Die finden dann sowas cool, wenn jemand sowas Rebellisches postet und dann entsteht plötzlich so ein Drift in diese Richtung und auf einmal wird zum Beispiel über die Diversitätsprobleme in der Informatik nur noch schreckliches Zeug gepostet, toxisches, elendes Zeug. Nicht? Oder über wir diskutieren das bei uns in der Lehrveranstaltung nicht wirklich, aber es gibt so eine Orientierung am Anfang, da wird also auch Diversität unter einem anderen Gesichtspunkt diskutiert. Da geht es also auch darum, dass wir heute uns mit er und sie nicht mehr so leicht tun, dass wir vielleicht mehr Kategorien brauchen. Und was dann da als Memes gepostet wird von Leuten, die das nicht aushalten, ist zum Teil schrecklich. Und das färbt ab. Und darum mussten wir uns letztes Semester zum ersten Mal damit auseinandersetzen, dass das passiert und haben diese Backchannel-Diskussionen haben wir genommen, wir haben sie angeschaut, wir haben sie analysiert, wir haben das immer wieder thematisiert. Wir haben eine ganze Vorlesungseinheit der Diskussion gewidmet und wir haben dazu ein Format entwickelt ist ein bisschen übertrieben, uns ausgedacht, wo Studierende zuerst eine Woche Zeit haben, so ähnlich wie bei Best and Worst of Informatics, Fragen zu posten und dann voten können, welche dieser Frage ist uns am wichtigsten. Und dann hatten wir so 25 Fragen, die haben wir auf Folien getan und haben die mit den Studierenden diskutiert, indem wir die Frage hergenommen haben, dann haben wir einmal gesagt, was wir meinen, und dann haben wir so 5 bis 10 Minuten Diskussion gehabt im Audimax, da ist jemand mit dem Mikrofon herumgelaufen, der war nachher sehr, am nächsten Tag Muskelkater und so. Und das hat ausnehmend gut funktioniert. Und das hat dazu geführt, dass dieser Backchannel sich selber ein so sollten wir sein Dokument geschrieben hat, so ein Terms of Service. Wenn du in diesem Discord unterwegs bist, dann hältst du dich an folgende Regeln. Und diese Regeln waren zum Beispiel Don't be an ass. Und diese Regeln waren unterm Strich so gut geschrieben, dass wir sie nächstes Jahr als die Regeln in unseren eigenen Diskussionsbereichen verwenden werden, weil sie mit der Sprache und aus der Perspektive der Studierenden geschrieben sind. Und dann haben wir schlussendlich den Schwung auch genutzt und haben die Meme-Produktion als eine Möglichkeit der Leistungserbringung für die Schlussreflexion gemacht. Die Schlussreflexion der ganzen Lehrveranstaltung, das ist dieses 9. Kapitel. Jetzt reden wir mal drüber, wie war denn die Lehrveranstaltung, was war besonders cool und was war ganz schrecklich und so weiter. Und da gab es die Möglichkeit eben auch Memes zu machen. Und da haben die Leute dann wirklich ganz großartige Dinge zum Teil gemacht. Das ist eigentlich mein Lieblingsbeispiel, nicht? Responsible Thinking, das sollte natürlich Batman sein, aber das Gesicht ist das meines Kollegen, der den Vorlesungsteil über Responsible Thinking macht. Das ist wirklich gut und das bringt es auf einen Punkt. Ja? Das ist wirklich eine ganze Vorlesung, die Essenz davon auf einen Punkt gebracht. Und Sie sehen also hier schon The Power of Memes, das kann schon was, nicht? Oder das hier. I finally found it after 15 years, the scroll of truth. Auch das ist ein Meme, ein typisches Meme-Ding, wo man diesen Text hier einfüllt. There is no such thing as a DAO, there is only crappy design. DAO ist ein Begriff, den unsere Studierenden verwenden, der dümmste anzunehmende User, um schreckliche, toxische Geschichten über dumme Menschen, die gute Systeme verwenden, zu erzählen. Wir dekonstruieren diesen DAO-Begriff und das ist daraus entstanden. Nee.
Dann, das habe ich Ihnen schon gezeigt, es werden aktuelle politische Dinge dann in Memes reflektiert, aber es wird sehr stark auch der Prozess reflektiert. Ja? Dass diese Bildfolge ist ein typisches Meme-Bild, ja? Einer, du machst jetzt die Hausübung, der andere, ich habe noch 2 Tage Zeit, du weißt, dass du eine Pause brauchst nach dem Review schreiben, Aggression und vergiss nicht aufs Gendern, also es ist ja da hier, nicht DWI-Vorlesungen und die Aurora Challenges. In so einer Darstellung. Und das gefällt mir ganz besonders gut. 1. Task, 5 Tage Zeit. 2. Task, 1 Tag Zeit. 3. Task, 42 Minuten Zeit. Aber wir haben auch Dinge bekommen und über das haben wir uns sehr gefreut, wie das hier, How to Swallow Pills, wieder eine dieser typischen Meme-Dinge, gendergerechte Sprache ist actual effective in society. Und wenn Leute das am Schluss unserer Lehrveranstaltung als eine unserer Messages aus diesem Diversitäts- Querthema, das Sie im Video gesehen haben, verstehen, dann freuen wir uns natürlich gewaltig. Also, zum Schluss, ich habe Ihnen gezeigt, wie wir versuchen, Eigenverantwortung zu fördern, Partizipation zu ermöglichen, Community zu bilden und schwer prüfbare Inhalte irgendwie auf eine Art bewertbar und die Leistungen in diesen Inhalten bewertbar zu machen. Und ich danke für Ihre Aufmerksamkeit.